Die A8 als Autobahn beschäftigt mich ja schon seit meiner Zeit in der Politik und seit über 5 Jahren jetzt als Landtagsabgeordneter. Dabei hat die A8 nicht nur für die Pkw und für die Lkw eine wichtige Funktion, sondern sie durchschneidet natürlich auch meinen Wahlkreis, den Enzkreis. Mit dem Ergebnis, dass an vielen Stellen gerade dies bei Radwegen zu Problemen führt. Aktuell ist dort der Enztalradweg vielleicht gerade im medialen Fokus, aber da habe ich ja meinen Beitrag dazu geleistet, dass hier eine Lösung gefunden wurde. Was bisher nicht so im medialen Fokus stand, aber meines Erachtens dringend gelöst werden muss, ist aber der Radweg unterhalb der A8 auf der Gemarkung in Heimsheim. Auf das Thema bin ich zum ersten Mal angesprochen worden von meinem Kreistagkollegen in meiner Fraktion, von Michael Seiß. Und ich habe dann probiert, im Rahmen des angestrebten Ausbaus der Ausfahrt an der Anschlussstelle Heimsheim hier zu eruieren, wie lange das dauert, was da passiert. Allerdings haben meine parlamentarischen Anfragen und Initiativen gezeigt, dass die Landesregierung sich hier Zeit lassen wird. Da ich nun erneut nochmal angesprochen wurde von einem Bürger aus Heimsheim, der auch im Gemeinderat sitzt, habe ich, nachdem das Wetter wieder etwas besser wurde, den Praxistest gemacht, vor Ort in Heimsheim. Ich habe mir meine kleine Tochter geschnappt und habe mit ihr die Fahrradwege in Heimsheim, Friolzheim und Mönsheim getestet. Und ich muss sagen, vielleicht mit Ausnahme in Richtung Friolzheim, wirklich gut ausgebaut. Aber, und das ist wirklich das große Problem, ein katastrophaler Zustand unterhalb der Autobahn. Auf einer Länge von ungefähr 400 Meter sind die Radwegverbindungen im Prinzip gekappt. Man hat als Radfahrer, wenn man von Heimsheim Richtung Mönsheim möchte, faktisch nur die Möglichkeit, bei der Auffahrt zur JVA in Heimsheim sich an die Ampel zu stellen und dann in den Ableitungsverkehr der Autobahn unter der Brücke durchzukommen. Bei dem Lkw-Verkehr und bei dem Fahrzeugverkehr, der dort herrscht, insbesondere mit Kindern, ein Ding der Unmöglichkeit. Und ohne Sicherungsmaßnahmen hätte ich das noch nicht mal für den Test gemacht. Wenn man dann unter der Brücke durchfährt, stellt man aber fest, dass das eigentlich gar nicht sein müsste, denn unter der Brücke ist viel Platz. Es sind zwei Fahrspuren. Es ist, wenn man von Heimsheim kommt, auf der rechten Seite noch eine mehr oder minder eine komplette Spur, bei der nachts LKWs halten, die man nutzen könnte. Es ist auf der linken Seite ein 1,10 Meter breiter Notgehweg vorhanden. Aber insbesondere auf der linken Seite von Heimsheim kommend sind Flächen und die Trampelpfade zeigen, dass die Menschen halt von A nach B irgendwie müssen, ohne unters Auto zu kommen und das Ganze dann auch nutzen. Und da stellt sich schon die Frage, warum ist es nicht ausgebaut? Und es stellt sich die Frage, warum sind auf dieser Seite so ein paar Teilflächen ausgebaut? Die sind asphaltiert, die könnten man nutzen, aber die enden im Nirvana, sowohl beim Beginn wie am Ende. Und man muss eigentlich nur an ein paar Stellen diesen Radweg etwas oder diesen Weg etwas ausbauen, um hier eine ordentliche Lösung als Provisorium hinzubekommen. Mir ist klar, dass natürlich im Rahmen eines Ausbaus eines großen Kleeblattes, was vielleicht in ein paar Jahren hierher kommt, so etwas dann obsolet wird. Aber sind wir doch mal ehrlich, das dauert noch, da gehen noch einige Jahre ins Land, bis diese Maßnahme so gemacht ist, dass dann tatsächlich der Radwegschluss vorhanden ist. Also das ist ein Unding. Für zwei toll ausgebaute Fahrradwege so 400 Meter mittendrin zu haben, ist lebensgefährlich. Insbesondere mit Kindern. Und ohne so ein Follow-Me hätte ich jetzt keine Chance gehabt, mit meiner Tochter hier durchzukommen. Weil es kann schon niemand zumuten. Vor allem ist das halt ärgerlich, weil hier kommt der Radweg von Friolzheim raus. Und eigentlich sind hier alle Möglichkeiten auf der Seite gegeben, dass man was machen kann. Genauso wie in der Seite der Radweg nach Mönsheim geht. Hier muss dringend was getan werden. Und wenn es nur ein Provisorium ist, man kann nicht warten, bis der Aufbau der Anschlussstelle A8, der dringend notwendig ist, dann tatsächlich auch erfolgt. Weil das wird noch einige Jahre dauern. Und so lange können wir nicht warten. Denn wenn man sich das dann mal vor Ort angeschaut hat, wenn man mal mit einem Kind dort gefahren ist, dann kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Wir haben in Baden-Württemberg jetzt seit über 10 Jahren eine grün geführte Landesregierung,
die in Sonntagsreden immer sagt, wie wichtig die Radwege sind, sich aber in Diskussionen Auto gegen Fahrradfahrer verstrickt, anstatt einfach mal zu machen, einfach mal Lösungen anzubieten. Und hier wäre eine Lösung machbar, wo man bis auf drei sowieso illegale Lkw-Parkplätze oder halb illegale Lkw-Parkplätze nichts verliert und tatsächlich dann einen großen Mehrwert und einen Sicherheitsgewinn für die Fahrradfahrer hat. Man schaltet ein bisschen zu eng, aber mit ein bisschen guten Willen kriegt man das hin, weil da drüben ist Platz. Wie sieht die Lösung aus? Eigentlich ganz einfach. Gehen wir es gedanklich und bildlich mal durch, von Heimsheim kommend Richtung Mönsheim, Friolzheim. Ab dem P&M-Parkplatz bei der Auffahrt zur Justizvollzugsanstalt müssen auf 100 Meter der Trampelpfad ausgebaut werden. Unter der Brücke muss der vorhandene Gehweg um einen Meter verbreitert werden. Das ist überhaupt kein Problem, weil ich kann die Fahrbahnen einfach verschwenken auf die rechte Seite. Da ist genügend Platz durch diesen Lkw-Parkplatz, der sowieso nur halb legal ist. Und wenn man diesen Radweg dann mit Leitplanken und Pollern abtrennt von der Fahrbahn, ist hier jede Sicherheit vorhanden, die man braucht, um die Unterführung der Autobahn zu queren. Wenn wir dann aus der Brücke wieder rauskommen, muss man auf 100 Meter einen weiteren Trampelpfad etwas ausbauen. Dann kommt nämlich sowieso ein ganz breiter Gehweg, der bei dieser Parkbucht ist. Und zwischen der ersten und zweiten Ampel im Nachgang zu dieser Parkbucht, zu dieser schon ausgebauten Parkbucht, müsste man dann nochmal auf ca. 150 Metern den vorhandenen Trampelpfad zu einer schmalen, professorischen Radspur ausbauen. Und dann wären wir auch schon fast fertig. Denn dann braucht man nur noch die letzten 15 Meter zwischen der Ampel und dem Eingang zum Waldweg das Ganze etwas ausbauen. Dann haben wir einen durchgehenden Radwege-Lückenschluss. Nach meinem Motto, hören was ist, machen was geht, habe ich deshalb eine parlamentarische Initiative gestartet, um mich im Landtag von Baden-Württemberg hier für eine Lösung stark machen zu können. Also schauen wir mal, was wir hinkriegen, und ich freue mich auf Ihre Unterstützung, sodass wir dann hoffentlich bald ein Provisorium haben, das endlich die Querung, die Unterquerung der Autobahn ohne Lebensgefahr möglich macht.